Hi, meine liebe Community. Ich möchte mit euch heute über das Profilieren noch einmal sprechen, und zwar über die Geschichten des Profilierens. Ich habe sehr viele Geschichten erlebt, als ich im Hotel gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle sagen sollte, aber gerade in der Hotelbranche sind sehr viele Leute da, die sich profilieren wollen. Aber natürlich gibt es auch in anderen Branchen Leute, die sich profilieren möchten vom Chef. Ich möchte heute meine Top-Rankings mit euch teilen. Und zwar habe ich einige Geschichten erlebt, die mir die Sprache verschlagen haben, sozusagen. Und in meinem alten Video, das ihr ja schon vor ein paar Wochen gesehen habt, habe ich euch ja schon die fünf Merkmale aufgezeigt, an denen ihr Leute, die profilieren, erkennt. Also die fünf wichtigsten Merkmale. So, und heute geht es einfach nur darum, dass ich meine Top-Rankings der skurrilsten Geschichten des Profilierens gerne mit euch teilen möchte. Weil einige davon haben es echt in sich, wo ich echt denke, Mann, Leute, müsst ihr euch so profilieren? Was habt ihr davon? Aber ich werde sie mit euch teilen. So, ich fange einfach mal rückwärts an. Und zwar möchte ich mit dem Highlight 5 anfangen, denn Nummer 1 hat es in sich. Und wenn ihr wissen wollt, was Nummer 1 ist, dann bleibt dran oder springt ganz nach hinten zum Video. Weil Nummer 1 verrate ich euch erst am Ende. So, Nummer 5, dem Chef die kleinsten Fehler aufzeigen. Es gibt ja Leute, die müssen sich profilieren, indem sie dem Chef jeden noch so kleinen Fehler aufzeigen, den ein anderer Kollege gemacht hat, nur um sich wichtig zu tun und sich wichtig aufzuspielen. Ich habe mal in einem Hotel gearbeitet, bei denen Beerdigungen jede Woche vorkamen. Ich habe 18 Monate lang den Kaffee auf dieselbe Art und Weise gekocht. Und hey, es ist Kaffee. Wie kann man Kaffee falsch zubereiten? Kaffee ist Kaffee. Und solange er hinterher fertig ist und für 100 Leute reicht, ist es sowas von egal, wie man Kaffee kocht. Aber es gibt Kollegen, die sich darüber aufregen, wie man Kaffee kocht, weil jeder Kollege eine andere Technik hat. Und der Kollege, der sich beim Chef profilieren will, der hat so eine einmalige, einzigartige Technik, Kaffee zu kochen, dass er dem Chef unbedingt mitteilen muss, wie er den Kaffee kocht und was du falsch gemacht hast. Und dann wird sich darüber belustigt, wie du den Kaffee kochst. Und soll ich euch mal was sagen? Ich koche 18 Monate lang denselben Kaffee auf dieselbe Art und Weise. Die Gäste sind glücklich, die haben ihren Kaffee und keiner dieser 100 Leute, die da im Saal sitzen, im Beerdigungssaal sitzen, interessiert sich dafür, wie du den Kaffee gekocht hast. Weil das Einzige, wofür diese Leute sich interessieren, ist die Person, die gestorben ist und dass sie da ihren Kuchen haben und ihre Tasse Kaffee haben. Und dann interessiert das niemanden, wie du deinen Kaffee gekocht hast. Aber es gibt immer diese eine Kollegin, die darüber schrotzen muss, wie du den Kaffee kochst. Und seien wir doch mal ehrlich, Kaffee ist Kaffee. Ja, da könnte ich euch noch was zu sagen. Ich habe tatsächlich einen Kaffee in einem Topf gekocht, weil für 100 Leute Kaffee kochen ist schon ein bisschen schwierig. Und die Kaffeemaschine muss halt sehr oft durchlaufen. Das ist, man muss frühzeitig anfangen, den Kaffee in Thermoskannen abfüllen und dann immer weiter kochen. Ja, was kann man da verkehrt machen? Ich sollte koffeinfreien Kaffee kochen. Die Kaffeemaschine war aber leider mit koffeinhaltigem Kaffee belegt. Und koffeinfreien Kaffee, den brauchst du halt nur ganz selten. Den brauchst du vielleicht für gerade mal 5 Leute, wenn überhaupt. So, und es ist halt instant. Da ist nichts bei, da setzt du einen Topf auf den Herd.
mit Wasser, machst den Herd heiß, dann hast du einen kompletten Topf mit heißem Wasser und kannst ja sozusagen Instant-Kaffee kochen. Was ja koffeinfreier Kaffee ist, wenn man Kaffee hart kauft. Instant-Kaffee. So, dann hast du deinen Liter oder 2 Liter, je nachdem. Dann füllst du das in 2 Karaffen ab, also in diese Thermoskannen ab, und dann hast du halt 2 Kannen. Es ist einfach, es ist schnell, es ist sinnvoll, es ist effektiv, aber für diese eine Person, die profiliert, ist es niemals gut genug und sie muss damit zum Chef rennen und sie muss dem Chef erklären, wie sie den Kaffee kocht und sie muss ihm erklären, wie witzig sie das findet, wie du den Kaffee gekocht hast. Und sie legt ihm natürlich unter die Nase, dass das alles komplett falsch ist und dass wir den Kaffee seit 20 Jahren auf dieselbe Art und Weise machen und deswegen muss das auch heute auf dieselbe Art und Weise gemacht werden. Ja, und da muss man den Chef deswegen belästigen, nur damit sie Anerkennung findet. Solche Leute gibt es. Also, das war Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 3. Es gibt Profilieren in Form von speziellen Erziehungsmaßnahmen des Personals. So, was ist darunter zu verstehen? Es gibt Kollegen, die sitzen in einer gewissen Position, wo sie über dich herrschen können. Heißt, du bist denen unterstellt. So, die haben natürlich gewisse Erziehungsmethoden, wie sie das Personal gefügig machen. Ich hatte mal eine Kollegin, die über mir gestellt war, die es total witzig fand, mit speziellen Methoden, das Personal zu erziehen. So, es war ein ganz stressiger Tag im Hotel. Ich habe Marathonzapfen gemacht. Ich musste ständig Bier zapfen und es war stressig und es mussten ganz viele Gäste bedient werden und ich kam irgendwann auch nicht mehr hinterher. Ich kam einfach nicht mehr hinterher. Es waren so viele Gäste und es musste so viel Bier gezapft werden. Und oh mein Gott, ich krieg schon Herzrasen, wenn ich nur daran denke, an den Stress. Ne? Aber ich habe dann einen Kommentar losgelassen und sie empfand das für total zickig. Ne? Und zickiges Personal geht ja gar nicht. Und dann, ja, müssen spezielle Erziehungsmethoden ran. Ne, um dem Personal zu sagen, also so aber nicht, ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt war. Ich glaube, es war ja gleich. Und das hat sie sowas von in den falschen Hals bekommen. Da musste ich 10 Biere zapfen. Und dann sagte sie, so, pass mal auf. Bevor der Schaum vom Bier runter ist, bevor die Schaumkrone komplett flach ist, läufst du einmal komplett ums Haus rum, zapfst diese Biere fertig und bringst sie raus. Total schwachsinnig. Das Haus war ein Hotelanwesen und hatte 4000 Quadratmeter. Ich musste also die Biere anzapfen. Dann ist da ja so viel Schaum drauf. Dann musste ich rauslaufen, einmal komplett 4000 Quadratmeter ums Haus rum, mich wieder an den Zapfhahn stellen, beten, dass da noch ein bisschen Schaum drauf ist, um den letzten bisschen Schaum, also eine Schaumkrone drauf zu setzen und die Biere sozusagen fertig zu zapfen, um sie dann aufs Tablett zu stellen und rauszubringen. Sie fand das total toll, total witzig. Diese Erziehungsmethode, dass sie das unbedingt jedem erzählen musste, vorwiegend Chef und Chefin. Da fand sie das sowas von witzig, da hat sie sich an die Rezeption gestellt und sagte, ach Chefin, ich muss Ihnen aber da mal was erzählen. Hahaha, ja, ich fand es nicht so toll, aber ihr wisst ja, wie das Karma funktioniert. Ja, sie wurde hinterher ins Büro versetzt. Also sie konnte mit ihren Erziehungsmaßnahmen sich bis nach oben arbeiten.
Ja, sie kam auch mit ihren Erziehungsmethoden. Er hat ja richtig totaler Quatsch waren, aber es war halt das Profilieren vorm Chef, sich wichtig tun. Ne? So zu sagen, ach, guck mal her, ich habe das Personal voll im Griff und so, ne? Ihr müsst auf mich zählen, ihr könnt auf mich zählen und ich bin so toll, ich bin so perfekt und ihr wisst genau, was ihr an mir habt. Ja, sie hat es mit der Einstellung bis ins Büro geschafft. Aber nachdem sie dann von der Rezeption ins Büro versetzt wurde, wurde sie nach 6 Monaten leider gefeuert. Tja, profilieren ist zwar schön und gut, aber jeder Mensch ist ersetzbar. Und so war es auch diese Frau. Sie war ersetzbar. Und sie musste leider ihren Posten nach 6 Monaten dann auch räumen. Es hat ihr am Ende nichts gebracht. So, das Profilieren vom Chef Teil 2. Also Geschichte Nummer 2. Ich rede schlecht über meine Kollegen und ziehe sie hinter ihrem Rücken in den Dreck. Kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, ne? Also, ich nenne sie mal Paula und Anne. So, Anne hat sehr viel getrunken und musste immer ihren Rausch ausschlafen. Deswegen war sie des Öfteren mal ein paar Wochen nicht da, weil es halt mal vorkam, dass sie sich wehgetan hat und sich auch mal das Bein gebrochen hat, was halt sowas halt mit sich bringt, ne? Wenn man zu viel trinkt und sich den Rausch ausschlafen muss. So, Paula war nicht im Service tätig, war im Housekeeping, musste aber immer runterkommen, um Anne zu helfen. So, Paula macht und tut alles, so gut sie es eben kann. Die Kollegen sagen zu ihr, ah, das ist aber schön, dass du das machst. Du kannst das auch sehr gut, du brauchst nur ein bisschen Selbstvertrauen, dann geht das schon, dann schaffst du das schon. Ja, Paula hat alles sehr gut gemacht. Dem Chef fiel das auch auf. Ja, es ist schön, dass du das machst. Es ist schön, dass du aushilfst. Ich sehe ja, dass du sehr gut arbeitest. Ja, dann kommt aber die Anne wieder. Die Anne hat aber Angst, dass sie ihren Job verliert, weil es ja jemanden geben könnte, der besser ist als sie. Und das kann Anne halt so nicht stehen lassen, weil Anne braucht diesen Job. Anne hat Angst, dass sie dann ihren Job verliert. Und hat Angst, dass sie ersetzt wird. Und was ist die Reaktion? Man profiliert sich vor dem Chef und macht sich unbezahlbar. So nach dem Motto, du brauchst mich, du kannst mich nicht verlieren, profiliert sie sich dann sozusagen in seinen Status hinein und verankert ihm im Kopf, hey, du brauchst mich, du kannst mich nicht entlassen, du bist auf meine Meinung angewiesen. Und in dem Fall erzähle ich dem Chef halt einfach mal sozusagen die Wahrheit. Das ist zwar überhaupt nicht die Wahrheit, im Endeffekt war es auch eine Lüge, aber man erzählt dem Chef das halt. So. Dann geht Anne zum Chef und sagt ihm, du pass mal auf, die Paula, die kann überhaupt nicht arbeiten, die macht alles nur noch viel, viel schlimmer. Ja, wenn ich schon so lange krank bin, weil ich mir das Bein gebrochen habe und ich muss, keine Ahnung, wochenlang zu Hause sein und zu Hause verbringen. Ich muss mich doch darauf konzentrieren können, dass ich gesund werde. Ich kann doch nicht meine Gedanken den ganzen Tag bei der Arbeit haben. Ich muss jemanden haben im Betrieb, auf den ich mich zu 100% verlassen kann. Dann macht sie dies falsch, das falsch, jenes ist falsch und ich komme wieder. Und finde ein Chaos wieder und nichts ist richtig und ich muss der Paula alles Mögliche erklären, falls halber ich werde nochmal krank. Und ja, ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Die Anne profiliert sich, indem sie sich wichtig tut, indem sie dem Chef erklärt, dass nur sie das machen kann, auf eine spezielle Art und Weise, die ausschließlich nur sie beherrscht. Ja, es ist zwar am Endeffekt eine Lüge gewesen, weil sie die Kollegin durch den Dreck gezogen hat, aber am Endeffekt hat Anne gewonnen. Denn Paulas Zeitarbeitsvertrag ist ausgelaufen und sie wurde entlassen.
So etwas passiert natürlich auch. Durch falsches Profilieren, durch Lügen, sich wichtig tun, obwohl man eigentlich gar nicht wichtig ist, sich so zu profilieren, dass ein anderer seinen Zeitarbeitsvertrag verliert und entlassen wird, weil er für die Firma nicht tragbar ist. Weil aufgrund der Fehler, die so lang sind, so eine riesengroße Fehlerliste, die ins Endlose geht, wurde Paulas Vertrag zum Beispiel nicht verlängert. Weil der Chef der Meinung ist, er braucht jemanden, auf den er sich 100%ig verlassen kann. Anstatt die Person, die ständig krank ist und von der man auch weiß, dass sie unter Alkoholeinfluss arbeitet, zu entlassen und diese Person dann durch was Qualifizierteres auszutauschen, profiliert die Person sich und versucht mit Lügen zu manipulieren, um ihren Job zu behalten. Also das grenzt schon an bodenloser Frechheit, kommt leider vor. Ich habe es selber erlebt. Ich durfte sehr oft beim Profilieren zugucken. Ich denke mir meinen Teil, jetzt wo ich meinen Online-Blog habe, sage ich, okay, ich poste es, ich blogge es, ich rede drüber, weil auch über solche Themen müssen wir mal reden. So, last but not least, Numero uno. Auf die Geschichte warten wir ja schon seit dem Anfang, wo ich euch gesagt habe, wenn ihr das Worst-Case-Szenario sehen wollt, das Top-Ranking Numero uno des Profilierens sehen wollt, dann müsst ihr ganz zum Ende hinschalten. Und jetzt sind wir beim Ende. Und was könnte sich wohl hinter Numero 1 verstecken? Na, kommt ihr drauf? Wahrscheinlich nicht, ne? Numero 1 ist, ich treibe mein Baby ab, weil der Chef mich braucht. Wow, an der Stelle muss ich sagen, ich bin nicht diese Person. Ich würde so etwas niemals machen. Ich würde es nicht einmal in Erwägung ziehen. Ich würde so einen Gedanken, ne, den würde ich nicht mal zulassen. Ich würde mich fremd schämen oder mich selber schämen, wenn ich so einen Gedanken im Kopf hätte. Aber so etwas kommt vor. Ich war in einem Hotel, wo die Kollegin sich immer profiliert hat, weil sie im Hotel aufsteigen wollte. Sie wollte unbedingt Karriere machen. Und jeden Tag, als sie zur Arbeit kam, wollte sie dem Chef unbedingt klar machen, dass der Laden ohne sie nicht zu laufen hat. Weil der Chef braucht sie, sie ist wichtig und wenn der Chef sie nicht mehr hat, dann würde ja alles drunter und drüber gehen und das sollte der Chef unter gar keinen Umständen versuchen, denn nur wenn sie da ist, nur dann läuft der Laden und deswegen ist sie unverzichtbar und sie hat tatsächlich jeden Tag, hat sie im Hotel dem Chef das glaubhaft gemacht. Die ist dann zur Kaffeemaschine gegangen, hat ihm Kaffee gekocht, hat ihm den Kaffee dahingestellt und hat ihm gesagt, ach, heute läuft es aber gut. Ach, dies, das und jenes. Und dann sagt der Chef, ach, wenn ich dich nicht hätte, ne? Ja, der Laden lief überhaupt nicht gut. Sie hat die ganzen negativen Bewertungen in den Mülleimer geschmissen, hat E-Mails aus dem Postfach gelöscht, damit der Chef sie gar nicht erst sieht. Sie hat Telefonate von Firmen vom Chef verschwiegen. Ja. Also gut war diese Person nicht. Dass das Personal hinterher wegen ihr auch gekündigt hat, das hat sie dann auch nicht so gesehen. Der Chef aber auch nicht, weil er immer dankbar war und Gott sei Dank habe ich dich und ich bin so froh, dass du da bist. Was würde ich nur ohne dich tun und so, ne? Und dann freut sie sich natürlich, hat so ein dickes, fettes Lächeln im Gesicht und denkt sich, ach ja.
Und am Ende hat sie auch die Positionen bekommen, die sie wollte. Irgendwann eines Tages kam sie aber ins Hotel und sagte: Boah, ich habe Probleme. Ich habe so riesengroße Probleme. Ich bin schwanger. Ich so: Ja, dann freu dich doch. Du kriegst ein Kind. Ist doch schön. Andere Frauen können keine Kinder kriegen. Und du bist schwanger. Freu dich doch. Da sagt sie zu mir: Nee, sorry, das geht nicht. Das muss ich abtreiben. Ey, mein Chef braucht mich doch. Ich kann doch nicht das Kind behalten und dann meinen Chef im Stich lassen. Da habe ich nur zu ihr gesagt: Weißt du was, überleg dir das. Überleg dir gut, was du da machst. Weil Jobs kommen und gehen. Dieses Kind wird für den Rest deines Lebens bei dir bleiben. Da hat sie eine Woche später in einem Eiltempo einen Termin bekommen. Da sagt die zu mir: Ey, ich musste telefonieren. Ich musste so viel telefonieren. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, in Deutschland ein Baby abzutreiben? Die schieben einen auf die lange Wartebank, du kriegst keine Termine und dann willst du auch noch einen Eiltermin haben für eine Abtreibung und du kriegst gar keinen in Deutschland. Und dann hat sie wirklich erstmal überall rumtelefoniert, um einen Termin zu kriegen. Und dann hatte sie, Gott sei Dank, innerhalb einer Woche einen Termin. Dann war sie mal ganz schnell bei der Abtreibung und dann hat die ganz schnell wieder im Hotel gestanden. Und ja, ihr wisst ja, Karma, ne, ich liebe Karma. Was glaubt ihr wohl, was mit der Person passiert ist? Sie wurde 1,5 Jahre, also 18 Monate später, wurde sie entlassen. Ja, wollt ihr auch den Grund wissen? Diebstahl. Sie hatte wohl sehr oft in die Kasse gegriffen und hat sich immer schön bedient aus der Trinkgeldkasse und dann hat sie es auch beim Chef versucht. Und da sie ja sehr gut aufgestiegen ist, hatte sie auch gewissen Freiraum, was die Kassenführung angeht. Da hat sie halt des Öfteren mal reingegriffen, hat sich Geld rausgeholt und dann wurde es immer mehr und der Chef sagte: Wenn ich denjenigen in die Finger kriege, wer es macht, den entlasse ich. Aber sie war unverzichtbar. Und da der Chef ihr ja nur vertrauen konnte, was sie ja die einzige Person im ganzen Betrieb war, der ihr vertrauen konnte, hatte sie total leichtes Spiel. Aber irgendwann war kein Personal mehr da, weil die Leute das mitgekriegt haben. Sie sind gegangen. Naja, und das Ende vom Lied war halt, dass sie hinterher alleine war mit dem Chef. Und tja, was soll ich euch dazu sagen, ne? Karma beißt die Schlampe in den Arsch. Aber ich gönn's ihr. Und ganz ehrlich, nicht jede Frau sollte ein Kind kriegen. Und schon gar nicht, wenn man solche Charaktereigenschaften hat. Da bin ich ganz ehrlich froh, dass diese Frau kein Kind gekriegt hat. Und ich finde es richtig gut, dass das Karma kam und das Karma ihr in den Arsch gebissen hat. Ne, da kam so richtig der Bumerang-Effekt. Und naja, wer gierig wird, der nimmt sich immer mehr. Und am Ende war es so viel Geld, das sie da rausgenommen hat, dass sie sich erklären musste. Und dann hat der Chef halt auf der Lauer gelegen. Und dann ging es nicht mehr. Dann fiel es auf. Aber das war wirklich das Worst-Case-Szenario, was ich an dieses Profilieren, ne, was ich wirklich so in dieser Form, so stark noch nie gesehen habe, was mich wirklich schockiert hat. Ne? Diese Geschichte, die werde ich niemals mehr aus meinem Kopf kriegen. Die ist für den Rest meines Lebens da drinne und ich muss damit leben. Und auf so eine Geschichte hätte ich in meinem Leben locker verzichten können. Also ich hätte es persönlich nicht gebraucht. So, das waren jetzt meine 4 Geschichten zum Profilieren. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ihr auch schon mal Geschichten des Profilierens erlebt habt, hinterlasst mir doch einen Kommentar. Könnt ihr Geschichte Nummer Uno toppen? Wenn ja, hinterlasst mir einen Kommentar. Wenn ihr total schockiert seid, hinterlasst mir einen Kommentar. Wenn ihr auch schon mal Geschichten des Profilierens erlebt habt, hinterlasst mir einen Kommentar.
So, wir sehen uns wieder.